Ein herzerfrischendes Moin Moin, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mafia 2 im 9. Kapitel Balls and Beans Uptown, 6. Mai 1951. Wo jetzt gerade das Telefon klingelt. Das ist ja ein Ding. Dann würde ich mal sagen, ich gehe da mal ran, ne? Wow. So, was denn los hier? Ja, komm. Nee, ich wollte den nehmen. Dankeschön. Ja, ist ja gut. Er ist schon da. Hallo? Vito, wir haben hier ein Problem. Schnapp dir eine Knarre, wir treffen uns in der Bar und sieh zu, dass du einen anständigen, fahrbaren Untersatz dabei hast. In Ordnung, bin gleich da. Tja. Das war's dann mit meinem Sonntag. Aber bevor wir losgehen, trinken wir erstmal ein Bier. Das ist das Muss. Dass wir auch ja jetzt vernünftig zur Arbeit hinkommen. Oh Gott, ich kann gar nicht richtig nach gerade ausgehen. Heißt, hier kommen wir nicht raus. Was ist das denn? Oh. Okay. Ja, gut. Ja. So. Machen Sie auf! Hey Jungs, was ist los? Das geht dich nichts an, Freundchen. Zisch ab. Ey. Letzte Aufforderung. Machen Sie die verdammte Tür auf. Bisschen freundlicher, ne, Kumpel? Da ist keiner zu Hause. Wollte ich nur mal so gesagt haben. Ach du Scheiße. Na Leute, kennt ihr die noch? Das ist doch die olle Oma, die uns mal bei Joe in einem komischen Haus da angemault hat. Schön, dass die auch noch hier ist. So. Jetzt wollen wir doch mal gucken. Habe ich einen vernünftigen Untersatz, beziehungsweise ein vernünftiges Auto hier drin? Ich weiß es gar nicht. Ja gut, muss ich den nehmen. Aber Leute, ich muss glaube ich nochmal ganz kurz einen Schnitt machen. Irgendwas stimmt hier mit der, mit den Frame-Zahlen nicht. Bin gleich wieder da. Tschö mit Ö. So Leute, da bin ich auch schon wieder zurück. Das war jetzt nur eine ganz, ganz kurze Unterbrechung. Ich weiß jetzt aber nicht, was mit den Frame-Zahlen jetzt los ist. Also, ich konnte ja vorhin, also das ist immer noch der erste Tag von meinem Urlaub. Also ich hatte jetzt vom 6. Kapitel bis zum, einschließlich jetzt zum 9. Kapitel, habe ich ja bisher heute alles aufgenommen. Und ich denke mal, ich werde heute noch mindestens bis zum 12. Kapitel spielen. Weil ich habe da heute richtig Bock drauf. Ich habe auch gerade so viel Spaß an dem Spiel, also ist richtig herrlich. Wow! Also man sollte vielleicht mal aufpassen, wenn man die Tür aufmacht vom parkenden Auto, ne? Meine Güte. So. Jetzt weiß ich gar nicht, was ich für Waffen jetzt dabei habe. Ich habe vorhin erst aufgenommen und weitert jetzt schon nicht mehr. Das ist... Das könnte ein kleines Problem werden. Meine Güte. Aber die Musik ist schön. Da erinnert man sich gerne an die 50er und 60er Jahre zurück. Das ist herrlich. So. Und da sind wir gleich schon am Ziel. Achso, ich sollte mal langsam bremsen, das wäre glaube ich ein bisschen besser. So, wir parken natürlich vernünftig hier, ne? Ach, sieht unser Auto wieder gut aus. Meine Güte. Morgen, so. Eddie. Hey, Vito. Ich will dir jemanden vorstellen. Vito, das ist Carlo Falcone. Sehr erfreut, Mr. Falcone. Vito? Also, Vito, was hältst du von Alberto Clementi und Luca Guarino? Naja, ehrlich gesagt, Mr. Falcone. Diese Arschlöcher wollten mir erst 5 Riesen abknöpfen und mich dann im Knast verrotten lassen. Sieht ihnen ähnlich. Die 2 führen irgendwas gegen unsere Familie im Schilde. Und das bedeutet, dass wir etwas unternehmen müssen, bevor sie etwas unternehmen. Eddie erklärt dir alles Weitere. Ich zähle auf dich, Vito. Wiedersehen, Sir. War mir ein Vergnügen.
Was zum Teufel ist los? Ein Auto mit drei unserer Jungs ist gestern Nacht verschwunden. Könnte sein, dass Luca Garino was damit zu tun hat. Wer sind die drei? Harvey Beans und die beiden Jungs, die ihn beschützen sollten. Tony Balls und Frankie der Ire. Beans ist Carlos Buchhalter. Wenn er singt, sind wir alle am Arsch. Okay, was habe ich zu tun? Warte vor Freddys Bar auf ihn, beschatte ihn und finde raus, ob er die Finger im Spiel hat. Und dann? Sollte sich rausstellen, dass er da mit drinsteckt, legst du den Sauhund um. Und wenn unsere Jungs noch am Leben sind, dann hau sie raus. Hoffentlich schaffst du es, bevor sie was über unsere Organisation ausgeplaudert haben. Wo könnten sie stecken? Ich habe keine Ahnung. Sei auf alles vorbereitet. Du brauchst eine schnelle Karre und ordentlich Artillerie. Gut, kein Problem. Komm wieder her, wenn du alles erledigt hast. Und Vito, kein Sterbenswörtchen zu irgendjemand. Klar. Alles klar, Eddie. Wo mal gucken, ne? Arrivederci. Warte vor Freddys Bar auf Luca. Diesen dummen Arsch. Ja, die wollten uns ja erst $5,000 abknüpfen, damit wir in eine Familie aufgenommen werden. Also, ja, verarschen können wir uns alleine, ne? Jetzt gibt's Krieg. So, ich wollte ja gucken, was ich jetzt für Waffen habe. Ich gehe mal hier kurz in den Waffenladen nochmal rein. Ja. Danke. Brauchst nicht anhalten, Kumpel. Ich hab nur geparkt. Guten Tag. Die Waffen sind alle garantiert legal. Echt? Cool. Okay, aber ich hab schon alles. Sehr schön. Beehren Sie uns mit. Das muss ich mir überlegen. So. Dann verpümpeln wir uns mal hier ins Auto. Und da ich jetzt nicht genau weiß, wie viel im Tank noch drin ist, werde ich auch nochmal eben schnell tanken fahren. Ja, Leute, das gehört alle dazu, ne? So. Einmal tanken, bitte. Naja, 1,18 Euro, würde ich gerade sagen, 1,18 Dollar. Das geht ja noch. Hey, Kumpel, voll machen? Voll tanken, bitte. Geht klar, Kumpel. Ja, umsonst bin ich nicht hier. Na los. Kann ich noch was für Sie tun? Halt die Schnauze. Danke. Und lass mich weg. Bis dann. Mann. Das ist unbelievable hier. Die Kamera sollte vielleicht mal mitgehen, beziehungsweise ich sollte mit der Maus mal mitgehen. Arschloch. Nein, hab ich nicht gesagt. Schneide ich raus. Ich glaube, das geht euch langsam auch auf die Nerven, wenn ich immer sage, ich schneide das raus. Und ich mach's dann doch nicht. Aber egal. Das bin eben ich. The Kegelman. So, dann sind wir jetzt gleich bei Freddy's Bar. Und dann wollen wir mal den ollen verlukerten Pümpel, den verpümpelten Luca, gleich mal, verfolgen. Und dann hier, dann ist er groß. Lukas Wagen? Na, wo steckst du, Luca? In Freddy. Da bist du ja. Okay, es kann losgehen. In Freddys Bar. Ich darf nicht zu nah ran. Sonst sieht Luca mich. Erstmal fahren wir ihm ganz genüsslich hinterher. Ne? Er darf dich nicht bemerken. Dann fahre ich ein bisschen vorsichtiger. Dann machen wir jetzt hier mal so einen auf Fahrlehrer. So, hier bitte rechts abbiegen. Bitte vorsichtig um die Kurve fahren. Soll ich mal da doch mal ein bisschen schneller fahren? Bevor der mir abhaut. Das möchte ich auch nicht. Wie eine schöne Musik, die hier läuft. Scheiße. Ein schönes Auto. Mann.
Immer diese Autofahrer, die nicht aufpassen können, wo sie hinfahren. Was hat Luca jetzt gemacht? Der knallt auch überall gegen. Naja. Obwohl, sein Auto gehört mir ja auch gleich. Dann habe ich wenigstens ein schönes Auto bei mir in der Garage stehen. Wohin fährst du, Luca? Nach Riverside? Eieieiei. Ich muss nur aufpassen, dass die Bullen mich jetzt nicht anhalten, weil ansonsten könnte das problematisch werden. So. Na, geht jetzt zu Bluskis Schrottplatz? Natürlich nicht. Nein. Bluskis Schrottplatz? Oh nein, Mike hat mit so einer Scheiße nichts am Hut. Das habe ich, wo ich das erste Mal gespielt habe, habe ich wirklich gedacht, wir müssen jetzt zum Schrottplatz hin. Also es war doch sehr interessant. Aber wir müssen zum Schlachthof. Und der ist hier. Clementis Schlachthof, na klar. Eddie hat wohl recht. Ja. Also, steigen wir mal aus. Lass unbemerkt da rein. Finde eine Möglichkeit, dich in das Schlachthaus zu schleichen. So, ich weiß zwar schon, wo es lang geht. Ich werde jetzt aber erstmal diesen Typ hier hinten fragen. Weil so sollte man das eigentlich, glaube ich, machen. Entschuldigung? Ja, kann ich Ihnen helfen? Wissen Sie, wie man in das Schlachthaus da kommt? Und, was wollen Sie da drin? Mein Hund ist reingelaufen. Ich suche ihn. Ihr Hund, ha? Ja. Wissen Sie, wie man reinkommt oder nicht? Also erstens mal muss ich Ihnen sagen, Sie sind ein miserabler Lügner. Zweitens, da Ihr Hund keinen Schlüssel für das Gebäude hat, muss er wohl durch das Abflussrohr reingekrochen sein. Durch die Kanalisation? Okay, danke. Dankeschön. Sehr freundlich. Und das Auto bleibt kaputt. Also das wirst du nicht reparieren können. So. Viele Ratten. Sie kommen immer und wollen stehlen. Aber ich gebe ihnen nichts. Es gehört mir. Ich trinke es. Aha. Das ist ja sehr interessant. Hast du noch was für mich? Und was Interessantes? Sie sind alle böse. Ich kann sie schreien hören. Toll. Noch was? Sie sagen, ich sage, dass Sie sagen, ich bin verrückt. Aber ich weiß, dass Sie wissen, dass ich es weiß. Aha. Schön. Da bist du stolz drauf? Sie schreien immer noch. Alle. Ich kann sie nicht schütteln. Ich kann sie nicht brechen. Kann sie nicht wegschaffen. Warum? Gott, ist der krank. Naja, gehen wir lieber in die Kanalisation.